Baum voll. Ich wollte eigentlich die Aufnahme gerade starten und bin da mit der Kamera aus der Perspektive gewesen und voll gegen den Baum. Okay, jetzt geht's. War das jetzt? Nein, der wollte auf dich springen, das Kind in meinem scheiß Auto, fahr den Platz. Dankeschön. Willkommen zurück. State of Decay. The verrückten Edition. Was ist denn los, Kim? Wo wolltest du uns hinbringen? Ich wollte einfach aber eben ganz kurz zeigen, wie ich die Alpha-Waffe gefunden habe. Was hast du gefunden? Eine Alpha-Wand. Das ist eine unsichtbare Wand in Computerspielen. Ja. Hier war eben Alpha. Da hinten kommt auf jeden Fall ein Ticker angelaufen. Da kommt eine Alpha-Wand, die sich bewegt. Okay, dann sollten wir vielleicht hier verschwinden. Also, ich habe blaue Markierung ist Basis. Okay. Nein, wenn ich vorne ramme, dann geht mein Auto kaputt, deswegen fahre ich rückwärts. Dann wir als nächstes mal noch die mysteriöse Übertragung machen und dann noch direkt zum Kopfbedingung, ne? Ja. Auto ist schon ziemlich Matsche, ne? So wie ihr fahrt auch keine Ruhe. Nee, also in meiner Fahrweise ist ja mal voll super. Das ist Kim rammt wieder alles rot. Ja, was? Die Autos kommen, wie packt denn? Boah. Ja, mach mal Platz! Greg, wieso machst du dich bitte über mich lustig? Jetzt guck! Jetzt gleich komm ich da rein. Warte, ich hab's gleich. Ich glaub, ich geh lieber. Nein, ich hatte. Nein, ich, der passt da rein! Warte! So. Hast du die Tür? Der macht die Tür auf, guck mal, der. Guck mal, wie der Familienfan einfach mal nach oben geschoben. Guck mal, die Tür aufgemacht, zack, Auto weggeschoben. So, passt. Yo, I'm back and alive. What's good? Das passt auch gerade. I'm back and alive, das ist gut. Das ist eigentlich ein großes Wunder. If we could get some power on base, that would help us a lot. Wer beschwert sich hier über Strom? Lexi, wollten wir uns nicht eigentlich darum kümmern, ein für dich. Nee. Ein Strom. Ja, wir wollten eigentlich schon Strom Dings 1 machen, aber wir haben dann was anderes Dings Bums 2 gemacht. Wo ist eigentlich meine Uzi? Ist sie noch im Auto? Hast du die doch rübergeladen? Rein zufällig? Wovon redet er? Ich hab meine Uzi ins Auto gelegt letztes Mal. Ah, okay. Nee, ich hatte schon. Ich war nichts umgeladen. Ach, das ist das Boobs-Game. Boobs-Game? Das eine Horrorspiel-Dex, wo du direkt am Anfang eine Errungenschaft dafür bekommen hast, dass du so ein Anime-Mädel auf die Boobs geguckt hast. Achso, ohne If, ja. Das ist mir gerade durch eine Random-Playlist direkt aufgepoppt. Boobies. Quests mit dem? Gucken. Sollte kein Dex. Mysteriöse Übertragung. Action Hell Santos. Aisha schon wieder. Also hier ist die Übertragung, nebendran ist dann der Kopfgeldvermittler. Okay, ich würde echt ganz ehrlich lieber mal da oben hingehen jetzt mal, dass die letzte Infestation hier kaputt machen. Aber noch der Kopfgeldjäger. Guck mal, Kopfgeldjäger noch. Warte mal ganz kurz, aber erstmal hier einmal nochmal, ich muss mal ganz kurz Kaffee. Hallo Kaffee! Kaffee, Mann, Kaffee. Da. Ich habe einfach eine neue Ische genommen. Wie steige ich jetzt in den Van ein? Das ist nicht mein Bier. Hauptsache, ich habe meinen Wagen geparkt. Ich weiß gar nicht, warum der Wagen jetzt wieder so kaputt ist. Hat ihn jemand repariert? Kim, hast du denn repariert? Beide. Ich dachte, das wäre gesünder. Cool. Aber Kaminzi sehe ich gerade. Warten wir uns kurz. Aisha. Kannst du hier nochmal Benzin mitnehmen für den Van? Mein Gott, was ist ein Stress jetzt hier? Muss ich mal. Ich habe kein Benzin mehr drin. Wieder die Basis überrennen. Oh. Die Base ist. Die Base hat keine. Die Base hat kein Benzin mehr, Leute. Wir müssen mal ein bisschen Benzin sammeln. Ja, hier wäre auch ein Packsack drin gewesen. Aber gut. Was ist denn eigentlich ein Außenposten, der Benzin generiert? Ja, aber mit dem Benzinverbrauch, den wir haben?
Vielleicht soll ich mal mit Seuchbenzin mitnehmen. If I see anyone give up, I'll shoot you myself. So, sollen wir die helfen? Ja, 23 Sekunden machen wir das. Machen wir noch ein bisschen Stress hier. Mensch, ich hab die Munition aber jetzt nicht dafür geholt. Okay. Dann lass die anderen, lass einfach deine NPCs kämpfen. Komm doch alleine klar. Also steh einfach daneben und... Ja, komm, wir warten. Da kommt sie. Oh mein Gott, nein! Oh! Und den kriege ich nicht. Ich kann nicht mit dem... Der hat ganz, ganz schlechten... Kann jemand mal hinterm Haus... hinterm Grave, hinter dir am Baum, der große, dicke Baum, da ist ein fetter. Dankeschön. Ah, den sprengen sollen. Ah, das nächste Mal. Da klopft einer an. Oh, mein Messer. Oh, die Waffe ist auch kaputt. Wo kann ich die Sachen nochmal reparieren? Im Schließfach. Direkt im Schließfach? Ja, und dann mit C. Besser. Machen die dann für einen Stresser draußen. Das ist ja fast nicht mehr hörbar. Vor allem die Santos, wie die vor der Tür steht, hast du das gesehen? Was ist denn hier los bei mir? Ist das auf die Reihe, Kinders? Kriegst du alles auf die Reihe hier? Ja? Gut, ist ja schön. Da klopft wieder einer an die Tür. Schon wieder? Ah ne, der ist drin. Aber bei der Tür. Kommt jetzt gleich noch raus. Lass mich raus. Lass mich raus, ich will nicht nochmal sterben. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Erstmal hier unten, ne? Wo war es gewesen? Der. Wo war der? Unter der Brücke dahin? Blau. Das macht der dicke. Dickerle. Wenn so ein Schwabbel kommt, so ein Aufgeblätter, mal sprengen, wenn ihr was zum Sprengen habt. Hm, hat er nicht. Streaks entweder fahren oder Kreischer mit Feuertür. Mehr. Aua. Die Bodenfreiheit hat er wohl doch nicht. Cooles Gebäude. Oh Gott, oh Gott. Das ist eine Grillparty. Zombiefleisch. Ich als erstes. Oh, er hat einen neuen Anzug an. Hello. Oh. Mr. President. Jetzt. Nein. Ich hab gerade. Reloading. Reloading. Und jetzt. Greetings. So, erstmal hier Sachen einsammeln. Ah, das sieht geil aus. Hello. Aha. We have a new development to report. Was sind für ein Schwert da bekommen? Found a good place to search for what we need. I have many bounties available. Please take a look. Für die drei Tobsüchtige mit Revolvern, das ist das, was du auch hast, oder? Ja, genau. Habe ich noch nicht gemacht. Here are my available bounties. Für die drei Tobsüchtigen mit schweren Waffen. Ach, die Knarre wollt ihr? Nee. Weiß ich, Kreischer mit Feuer. Ja. Für die vier Seuchenherzen mit schweren Waffen. Mhm. Alles so doof. Na komm, dann mach doch einfach, also ich habe jetzt gerade gewechselt, ich mache jetzt gerade 40 Zombies mit Klingenwaffen töten. Ich habe so ein Spielzeug-Piratenschwert. Oh cool. I wish you the best of luck on this. Rafe, was ist denn für eine Knarre? Voll süß. Ist auch so ein hier. Sieht aus wie eine Angel, ey. Sieht ziemlich bunt aus, schwarz-rot. Until we get more storage in this place, we're gonna keep losing shit like this. Töte verstohlen 7 Kreischer mit der Arm. Ist alles nicht so doll.
Nee, was ich jetzt noch übrig habe? Also ich hab jetzt das, dieses Schwert genommen, dieses Schwert des der Army oder sowas ähnliches. Der Säbel. Und dafür muss ich 40 Zombies mit Klingen töten. Ach, zerstückle 70 Seuchen-Zombie-Arme. Das kriege ich hin. Mach mal. Na los. 70 Seuchen-Zombie-Arme. Mach mal. Also die roten dann zerstückeln. Oh. Okay. Viel ist gerade schwarz geworden. So. Geh mal hin. Ja, guck mal. Ich würde ganz ehrlich da oben mal zu der Quest jetzt da oben. Und die mysteriöse Übertragung ist leider rum. Da sind wir gesperrt. Aisha hat hier auch wieder. Ja. Naja, lassen wir mal Aisha jetzt weg hier. Aisha übrigens. Aisha an. Oh Gott. Das war schon schwer. Auf dem Weg. Schwere Lücke. Nein, will keine Aisha mehr. Los jetzt. Im Zeugnis. Ich glaube zum Zeugnis, damit wir das einfach mal durchkriegen. Aber es gibt dann weniger Zeugnis. Dem hat sich wieder aufs Dach gelegt. Nee. Guck mal. Ja! Auch ganz! Guck mal, jetzt nochmal, Baby! Ja, ich kann mit dem Auto umgehen, wie ein bisschen mit dem Mountainbiker mal. Mit so einem Licht. X. Oh Gott, ich komme hier nicht vorbei. Mann, wir hatten hier so Steine aufgebaut. Oh, dann habe ich schon wieder umgelegt. Das ein oder andere Pedal. Nochmal! Ja. Wir müssen warten, wenn Dex nicht hinterherkommt. Der war schon. Der Rentner schon wieder. Ja. Komm, Obi, wir müssen hier lang. Okay, ich komme jetzt schon. Da weiß nicht, wo ich meine Schäne hingelegt habe. Hattest du hier schon die versteckte Waffe mitgenommen? Nö. Ich habe nicht versteckt. Ich glaube hier im Fluss. Er. Waren wir schon, ne? Weil, ja, so die auf dem auf dem Auto lag, ja. Ja, okay. Boah, ich glaube hier Fahrrad langsam, aber kein Pferd. Gibt man eigentlich eine Errungenschaft, wenn man den ganzen Zäune umfährt? Würde mich wundern. Andererseits würde mich nicht wundern. Alex, gibt hier noch ein paar mehr versteckte Waffen. Aha. Fertig. Warum kriege ich die nicht? Warum will ich? Was ist denn los? Können wir gleich machen. Ich bin da. Achso, ich hab die Aisha, aber. Okay, klar. Wir müssen zu gelb besorgen jetzt. Also, sobald wir das letzte Seuchenherz zerstört haben, gibt es keine Seuchenzombies mehr. Gar keine. Nein. Reloading. Nee. Hauptsache tot. I should reload. What's up? Hey, what's up? You ready to do this? Haben die irgendwie Munition zu verkaufen oder sowas? Nee. Irgendwas? Nö. Nee. Schrott, essen. Yo. Dafür sind wir bis jetzt hier hingefahren. Achso, ich muss ja noch mit Aisha reden, ne? Aisha. Hey, Sugar, can you come with me? Was waren wir denn? Ali kann gleich mit solchen Herzen helfen. Ja. After you, huh? After you? Let's make sure we stay safe. Hey, yo. I'd hate to see you harmed in any way. Die reden einfach mal so. Sie reden einfach so wie Gangster immer, ne? Wieges Gesocks halt. How do you all stay in such good shape? Hör auf zu rammen. Oh geil, guck mal da, das ist was für dich. Brave. Muss ich ihm Arme zerschnetzeln? Ja, ist egal. Can't you go any faster, huh? Shoes on the other foot now, huh? Huh? Wir reden, ey, wir sind voll die. Oh nein, nicht kaputt machen die Dicken. Ja, der Horde spottet uns! Ja,
Reloading. Dex, warte, nicht erschießen, nicht erschießen. Dex, weg. Fire in the hole. Die Arme. Nicht erschießen. Was ist ein Infektionsherd nebenan? Achso, das ist nicht. So leicht, ist ein bisschen lustig, wenn man die so stückweise verstückeln kann. Finde ich mal lustig. Meine Olle ist ziemlich kaputt. Die Waffe, die ich habe, die ist so mega brutal stark, aber die hat ganz, ganz wenig Munition nur. Und die Nachladezeit ist viel zu lange. Welche ist denn das? Das ist die, also die ist richtig brutal. Das ist die RTX Cyclone. So eine AK-74 U-Verschnitt. Hier, sowas. Guck hier, das Teil. Das Magazin. Ja, okay. Die haut einfach alles weg, aber die zerfetzt die. Das gibt keine. Die ist schon präzise, ne? Die hat gar keine Präzision. Das ist also voll die Nahkampfwaffe, wirklich. Ja, ich finde die hier, die ich habe, ganz geil. Ja, komm mal, kannst du's her, bitte? Wo ist er denn? Alle, bitte kommen. Bitte schneller hier. Komm, was ist denn hier? X, R. So, einmal bitte für einen Person. Ja, that's heavy enough. Warte, Kim. Einmal bitte für zweite Personen. Und einmal für mich Personen. Die waren noch eben Bolzen, die nehme ich mit. Man weiß ja nie. Keine Lust, jedes Mal aus den Menschen, aus den Monstern zu ziehen. Aus den hässlichen Menschen zu ziehen. Also hier oben, wo ich gerade markiert habe, ist so eine versteckte Waffe. Oh, ein Reparaturkit. Können wir gut gebrauchen. Also hier ist übrigens noch in der Bude, wo ich gerade bin, ist ganz viel blau und ganz viel orange. Also orange dürfte... Graves sein. Ja, okay. Nee, ich bin blau. Graves blau. Meinst du? Blau. Can I help you? Ja, kannst du mir helfen. Okay, sure. Wir kennen von dir. Stay dead this time. Can you hold on? Muss irgendeins eurer Autos aufgetankt werden? Nee, meiner ist gerade frisch betankt. Ex? Nö, Lackierung nur. Doch, könnte was beziehen rein. Ja, also bei etwas über Hälfte, ich mach das einfach. Hier ist ein Reparaturkit hier in dem Auto, wenn irgendwie ein Auto repariert werden muss. Ich habe doch in der Box hier noch super viele Sachen zum Looten. Also ganz viele Säcken. Willst du vielleicht ein Auto etwas näher dran haben, Dex? Zum Reinpacken? Ja, bitte. Ray, fahr mal zurück. Du hast... Mein Kofferraum ist voll. Well, this looks like a waste of time. Oh, mein Gott. Hör auf zu quatschen, Alter. Red mal ein richtiges Englisch. Was hast du denn gesagt? Die halb abgehackte Wörter die ganze Zeit. Oh, hat so, hey, hätte mal aus dem Haar. Hätte mal ich doch Haar. Hätte mal chinesisch-amerikanisch an. Ja, ja. Oh. Theoretisch, nicht jeder, der in Amerika wohnt, muss perfektes Englisch sprechen. Alle. Damit der Dex das versteht. Ich spreche da perfektes Englisch. Wer? Das stimmt allerdings. Amerikanischer Akzent ist kein Problem. Der wer? Bei den Amis. Oh, da vorne ist ein Tobsüchtiger, ich fahre mit ihm. Klingt immer, als hätten sie eine Kartoffel im Hals stecken. Alright, got a Kartoffel im Hals. Das geht ja noch, das amerikanisch-englisch, aber dieses Slang-amerikanisch-Gangster, oh, schrecklich. Ganz schlimm finde ich Redneck. Cut Nigel, Rednecks? Ja, so Südstaaten-Akzent finde ich ganz schlimm.
Oder, nee, das Schlimmste ist eigentlich texanisch. Sowohl als auch. Hey, komm mal zu mir. Musst du kurz das looten. Markier mich sogar. Das ist so lustig, die läuft. Die läuft immer. Hey, die kann super laufen. Das ist gerade voll der dicken Move, was wir gerade machen. Can you get rid of our passenger? Man muss hier rechts irgendwo runter, Dex. Ja, klar. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber keine Ahnung, wir machen es einfach. Alter, oh Gott, Brücke, du musst rechts runter. Okay. Ehrlich? Rechts runter? Rechts ist auf der anderen Seite! Mann, Kim! Ich hab kein Partner, kein. Ich mach jetzt auch den Wagen hier auch kaputt. Oh Gott, Scheiße! Du hast doch gesagt, vor. Du hast gesagt, runter. Du hast nicht gesagt, vom Vorsicht. Das war irgendwie der Kaiser, der gerade explodiert ist. Achtung! Scheiße, so kann ich nicht mehr. Ja, du musst doch raus. Da musst du zurück. Ja. So, du musst die Kim mitnehmen. Die hat mal wieder kein Auto. Den Kim hat den Kaiser schon wieder zerstört. Alter, Kim, ey. Du bist echt teuer. Ich konnte da nichts für. Ich konnte da wirklich nichts für. Was ist das für ein Scheiß hier? Das ist die geheime. Komm ich da jetzt runter? Spring! Nein, spring nicht. Am besten. Ich will nicht schon wieder. Du hast hier nichts unten zum Looten. Rafe, warum sagst du uns denn nicht, dass hier ein Weg runter ist? Was war denn jetzt die geheime Waffe? Die rechts runter. Getriebekeule oder was? Ja. Also echt, Rafe, du hast den Kaiser kaputt gemacht. Ich hab gar nichts. Du hast den Kaiser kaputt gemacht. Du musst die Kim mitnehmen. Was sind wir jetzt hier? Hier gab's spezielle Waffe für mich, aber da war nichts für mich. Also nur so eine Keule. Oh, du musst die Kim mitnehmen. Ja, dann lauf mal. Hopp, hopp. Komm, ja, geht's. Los. Und jetzt? Hier ist auch nochmal was. Aber wir kommen hier wieder hoch. Ja, außen rum fahren wir eigentlich hier fahren. Dex, da wo ich runtergelaufen bin. Ach, da gab's einen Weg. Okay, ich hab's nicht gesehen. Ich bin einfach runtergesprungen. Eine Waffe. Noch eine Waffe. Militärhelden brauchen. Wow, hier sind die Waffen. Waffen. Ja, hier nichts. Gar nichts. Menka, ist das hier eigentlich? Er scheint keine gute Position für ein Basecamp. Und über oben kann alles runterfallen. Ja, das ist ja vielleicht so gedacht, dass es dann, es regnet, Zombies und so. Das sind Fett! Geht zwischen den Bäumen einfach rum. Das sah gerade echt creepy aus. Was ist denn ein Squash-Partner? Rafe, ich glaube, du kommst hier aktuell nicht mit dem Auto raus. Bock drauf. Steigen Sie ein. Okay. Steig ein, heute noch. Oh, Kim, ey, bist du mal einsteigen? Ich hab mich gerade geweigert, ich hab E gedrückt, es ist nichts passiert. Wollen wir Dex da wirklich alleine lassen? Nee, ich will den nur weglocken, den Typen. Oh, der Graf ist so süß. Der will uns retten. Das ist so niedlich. Oh. Seriously, dass die Autos direkt explodieren, sobald man mal gegeneinander fährt? Was erwarten die eigentlich? Ich weiß auch nicht, was da jetzt passiert ist. Achso, du musst unbedingt auf Toilette, habe ich gerade gedacht. Ein bisschen doof, der Fett, ne? Hey, you guys willing to meet up? Das ist einfach ein Impuls zu Fuß blocken. Ja, kommt schon. Mach einfach den Weg frei. Mensch, ich hätte aber auch echt ein Problem. Hier hoch? Glaub schon. Jetzt ist gerade der Kopf geflogen. Okay, geil. Ich musste gerade ein Foto machen fürs Thumbnail. Klar, wir beide hier oben riskieren irgendwie unser Leben für so ein Fetti.
Dex macht Fotos. Alles gut. Einmal müsst ihr mal was Vernünftiges machen in eurem Leben. In eurem traurigen Leben hier. Weil. Sott. Oh, leck gerade mal wieder. Weiß nicht gar nicht. Er versucht gerade. Ach, scheiße. Der versucht gerade wieder irgendwas zu synchronisieren, bestimmt. Wo muss ich eigentlich hin? Einfach wieder geradeaus durch das Wasser und dann. Ach, da geht's ein Weg. Ach so. Ach was. Wo hast du das denn eben nicht gesagt? Kommt man eigentlich darüber? Gar nicht, ne? Haben die extra so gemacht? Nur zu Fuß? Hm. Im Auto kommst du schon. Wo denn? Weil ich schon wieder was eingenommen habe. Hat doch irgendjemand ein Toolkit? Lexus hat doch eben noch ein Toolkit. Ja, hab ich. Und reparieren wir eben den Kaiser. Ach ja, der war ja wieder schon. Jemand nimmt ja wieder Jakob. Lexus gegen mich gefahren, dann hat der Kaiser explodiert. Jemand muss. Hier, der ist hinten drin. Ich kann das nicht mehr nehmen, ich hab alles voll. Erste Hilfekasten. Der kann noch interessant werden. Hier kommt man nicht vorbei, ne? Hier ist Ende. Du hast schon wieder den Kaiser kaputt gemacht. Hier kommt man echt nicht vorbei. Ist Ende der Karte, echt. Ja, ist clever gemacht, finde ich. Clever? Ja. Boah, ist jetzt nichts Neues im Spieldesign, aber. Unsichtbare Wände sind schlimmer. Wenn es einfach die Brücke so frei wäre und. Dann wäre es einfach weiter rein. Weil es mich doch umfangen wird. Extra, ein Auto raucht schon. Gar nicht wahr. Ein Auto raucht schwarz. Wann nehmen wir das da noch mit? Den Infektionsherd? Ich bin ziemlich müde irgendwie. Hat jemand vielleicht einen Kaffee dabei? Alright, we can stop worrying so much about it. Mein Kopfgeld ist übrigens geschafft. Die waren hier so laut, ich hab nichts verstanden. Muss das sein? Ich muss von den Dingern 30 kaputt machen. Das ist so schwer genug, die Viecher zu finden. Welche Dinger? Weiß schon. Du musst nur zu jedem Infektionsherd fahren, mit dem Auto hupen und dann umfahren. Oder, achso, nee, du musst die verbrennen, ne? Ja. Was ist denn ja so gestresst? Das ist doch noch ein bisschen Geschwindigkeit, was wir die ganze Zeit hatten und so. Und jetzt ist er hier. Mäuschen hier. Ja, ist immer gut. Ich muss immer noch Dingsbums. Zwei Aufgeblähte sprengen. Das ist doch so easy, die Aufgeblähten, ey. Spring mal den Grave. Packsack mit rezeptfreien Medikamenten. Da hier! Kim! Spring die Scheiße hier draußen! Kim! Schnell, move on die Kim! Du hast doch irgendein Geweck da! Komm zu mir! Ich hab Sprengzeug, ja? Ja, spreng den Aufgeblähten. Ja, noch einen jetzt. Sauber. Vor allem, ich stand der Grave genau daneben. Oh Gott. Ja, ich hab nichts zum Sprengen. Das sah so lustig aus, wie so. Lebst du noch? Kannst du's ich muss unbedingt mal nach Hause. Mein Typ, der kriegt hier fast auf den Zähnen nach Hause. Ja, meiner geht's auch nicht mehr sonderlich gut. Das stellt sich aber so ein bisschen an, ne? Dex, guck dir mal mein cooles Schwert an. Das ist so voll hässlich. Ich hab's schon gesehen. Das Plastik-Piratenschwert. Ich glaube, es ist aus Metall. Das ist auch eigentlich ganz hübsch. Das ist ein Latex. Wie heißen das nochmal, diese Latex-Schwerter? Lab, ne? Lab. Lab ist aus mehreren. Ich glaube nicht, dass die aus Latex sind. Weiß nicht, ich denke es mir mal, oder? Ist das irgendwie? Die sind aus Schaumstoff. Ich zumindest benutzen. Yeah. Selber schuld. Dein Auto sieht doch schlimmer aus als meins. Can you hold on a sec? Mich gegenfahren.
Die Gepanzerten bitte mit Fahrzeugen überfahren. Ja, Freaks, Gepanzerte, alles Mögliche. Ich finde die Waffe so abgefahren geil hier. Ab zur Base, würde ich sagen. Hast du überfahren, ne? Hab ich überfahren. Was macht die denn eigentlich? Komm mal ins Auto hier! Spring die Gasse gegen mein Auto! Die Fans, ich springen aus. Ah, hier ist ein wandernder Händler. Hier ist theoretisch auch noch eine Aussichtsplattform. Dex, willst du die machen? Nein. Dann mach ich die mal eben. Will. Nach. Hause. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.